Kapitel 1 – Die Bandhelden und wie sie in die Welt kamen. Judith, Sebastian und ich haben sehr viele Stücke bei mir in Hannover aufgenommen und dann gemerkt, dass wir, wenn wir live spielen wollen, einen Bassisten brauchen, von daher uns Marc gesucht. Erster Satz. Portugies, Brüsseland, Schwanz hinter dir. Beide zusammen. Ich hatte mein Medizinstaatsexamen und einen Vertrag für eine Arzt im Praktikumstelle bei einem Hamburger Krankenhaus in der Tasche, hegte auf der anderen Seite aber immer noch den geheimen Wunsch, es doch noch als Musiker zu versuchen. Das allererste Konzert dieser Band in der Formation war in Potsdam im Waschhaus. Und das war ein Konzert, wo die Band total gut zusammengespielt hat und ich mich total wohlgefühlt hatte. Und von dem Moment an wusste ich, dass es eine gute Band ist und dass ich auf diese Band Lust habe und dass ich dabei bleiben möchte. Allerdings gab es danach lange Zeit Konzerte, wo zum Teil nur 10 Leute da waren. Aber das ändert nichts daran, dass dieses Konzert in Potsdam der Punkt war, an dem ich gemerkt habe, dass es eine gute Band werden kann oder vielleicht schon ist. Klar, ich glaube, das ist bei uns schon auch so, dass die ersten Konzerte extrem zusammengeschweißt haben, weil da wirklich auch welche dabei waren, wo wir uns so Mühe gegeben haben, nicht den Spaß zu verlieren. Also den Mut verliert man, glaube ich, nicht so schnell, aber den Spaß ja schon um einiges schneller. Und wo wir echt, glaube ich, 3 Konzerte hintereinander hatten, in irgendwelchen riesigen Mehrzweckhallen, total fehlgebucht, am Arsch der Welt in irgendwelchen Städten, wo wir noch nie waren. Und da dann wirklich nur 3 Leute waren. Und wir am ersten Abend noch lauthals und von Herzen gelacht haben, am zweiten Tag so ein kleines bisschen leiser und am dritten Tag dann echt irgendwie hinter der Bühne standen und gesagt haben, das wird in 2 Monaten wird das eine super Erinnerung sein, aber jetzt ist es richtig doll scheiße. Ja, hier, oh, guten Tag. Ja, ich glaube, morgen kann ich dann sterben. Das habe ich alles hinter mir. Das habe ich alles erlebt. Also das ist mir so ein bisschen zu militärmäßig. Das kann ich auch nicht gut heißen. Ist das geil! Ich meine, das ist natürlich schon ein bisschen so auch so das Boot in Flut an! Wir sind mit Marc zusammen zu einer Band geworden, auf Tour gegangen, haben viel gespielt über den Sommer hinweg und uns entschlossen, eine EP aufzunehmen. Weil wir unbedingt was rausbringen wollten. Zweiter Satz. Das kannst du aber abwechselnd oben. Kannst du rausschneiden?
Halli, Mann. Damit die Radiosender die Musik einer Band spielen, braucht man ein Label. Weil wir aber nach wie vor keine Plattenfirma hatten, haben wir unser eigenes Label weniger gegründet als vielmehr erfunden. Eine Scheinplattenfirma quasi. Wir haben auf die EPs Reklamation Records draufgeschrieben und unser Musikverlag ging damit zu den Radiosendern. Aber danach hätte ich nochmal drücken, bitte. Nee, ist auch langsam gut. Diese Frage, warum wir noch keinen Deal haben, die ist ja immer nett gemeint, aber ich krieg langsam dann auch jedes Mal so ein... Also, weißt du, man kommt in so ein Rechtfertigungsding irgendwie, weil weiß ich doch auch nicht, warum wir noch keinen Deal haben. Genau in dem Moment, als wir das große Erfolgsversprechen losgelassen und beschlossen hatten, so nicht, dann eben ohne Management, ohne Plattenfirma, genau in diesem Moment löste sich ein Knoten und alles kam ins Rollen. Das war eigentlich ganz gut, so diese Achterbahnfahrt mitzumachen, weil man da am Ende dann irgendwann denkt, na gucke, irgendwie wird von oben wahnsinnig dran gezerrt, ein wahnsinniger Hype, so einfach bei einzelnen Personen, das ist voll geil, das wird riesengroß. Ja. Und auf der anderen Seite so, oh Gott, alle gehen pleite, es wird nie was. Ja. Und das Einzige, was wirklich passiert ist in dem Jahr, ist, dass es irgendwie eine stetige, langsame Kurve nach oben war. Ist es so, dass dein Herz im Tag in Stunden schlägt? Ist das so? Ich meine, muss das so? Ist es so, dass dein Blick die Welt in Scheiben sägt? Ist das so? Ich meine, ist es so? Verrückt sein, solltest du dir zu schnell einig sein. Trotz jede Lücke, Mücke, box dich groß und wirklich dich klein. Okay. Wo sind die? Ja. Guck, ich schreibe schon. Cola, Cola. Da sind ja auch meine Fraktion ist ja hier. Also, siehst du mal, wer hier. Ja, ich weiß, auf euch beide kann ich mich verlassen, aber wir sind halt die Profis in der Band. Die anderen beiden sind also die Laien. Und wer sind die Dieben? Ja, die Dieben. Mark! Los, liebhaben. Los, liebhaben. Schuss auf. Liebhaben, so. Liebhaben, liebhaben. Ich meine, mit dem Himmel. Macht's gut, ne? Ja. Dritter Satz. Als diese EP dann fertig war, ist unser Verlag mit dieser EP losgezogen an Radiosender und hat sie dort vorgestellt, was verblüffenderweise dazu führte, dass viele Radiosender die Musik mochten. Also einer der besten Momente, allein dadurch gekennzeichnet, dass ich einen lauten Schrei ausgestoßen habe, war, als ich in Hamburg Guten Tag im Radio gehört habe. Es war ein ganz, ganz starker Moment. Also da wurde einem etwas emotional auch klar, was vielleicht rational vorher schon klar war. Also so die erste Erinnerung, glaube ich, habe ich daran, dass bei den Pop-Agenten auf Radio Fritz wir gespielt wurden. Ich habe das mit Judith zusammen gehört und danach hat irgendwie der, ich glaube es war Max Spalek, irgendwie sowas gesagt, so wie wir sind Helden und von denen wird man bestimmt noch so einiges hören oder so. Und das war schon so ein Moment, wo ich dachte so, geil. Der vierte Satz. Im Zuge dieser Ereignisse entschlossen wir uns mit unseren Filmpartnern von der Filmlounge ein Video zu drehen, welches wir dann auch relativ naiv bei MTV einreichten, um dann ebenfalls wieder erstaunt festzustellen, dass auch diese es in ihre Playlist aufnehmen. Aufnahmen. Punkt.
MTV. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Meine Stimme gegen dein Mobiltelefon, meine Fäuste gegen eure Nagelpflegelotion, meine Zähne gegen die von Dr. Best und sein Sohn, meine Seele gegen... Hallo! Hallo! Was habe ich mit? Jawohl, herzlich willkommen! Hallo, Tag. Ich finde euren Song übrigens auch richtig gut. Ne? Schön. Ja. Cool. Ich habe den im Radio gehört und so zwei, drei Mal. Und da wusste ich erst nicht, welche Gruppe. Und dann hat er es aber einmal abgesagt. Und drücke die Daumen, dass da noch weitere Folgen gibt. Wie schön. Ja. Okay. Ja, du bist einziger Gast und ich denke mal, wird es sehr lustig werden. Das, meine Damen und Herren, ist die aktuelle und ich glaube auch erste und überhaupt einzige CD der Band Wir sind Helden. Guten Tag und hier ist die Sängerin. Herzlich willkommen, Judith Holofernes. Wir versuchen natürlich immer, wenn es geht, die ganze Band dabei zu haben. Schon auch einfach als Statement, damit eben nicht sowas passieren kann, dass man irgendwie, dass dann die Jungs aus dem Foto geschnitten werden, was wir auch schon hatten irgendwie. Das ist natürlich scheiße, aber ich weiß nicht, irgendwie sind die Jungs dann noch entspannter als ich. Also ich bin immer bei Fotosessions die sagt so, warum muss ich immer vorne stehen können, wenn mal irgendwie... Das ist doch lustig, wenn ich viel kleiner aussehe als die anderen und so. Wird mir nie wieder einer kommen und sagen, du wärst besser ohne deine Band. Das passiert nicht mehr. Eine Hand trägt die Welt und die andere bietet Getränke um. Ich kann mit allen 10 Füßen in 20 Türen und mit dem... Jules, nimmst du mal die Brille, ne? Darf ich mal durchreichen? Hast du mal ein Handtuch für uns, also für jeden eins? Alter, also ich zieh mich jetzt erstmal nackt aus und dann hole ich mir mein Handtuch. Super, Jungs, das habe ich mir schon immer geträumt. Ich kann da nie mehr raus. Ihr zieht euch jetzt da drin um, oder was? Sorry, Judith, gehst du mal. Warum kann Judith nicht hier reingehen und wir gehen raus? Ja, echt? Weil ich mir auch. Lass meinen Arsch aus der Kamera, ja? Wir mussten auf einmal mit einem relativ gänzlich sich geänderten Leben lernen, umzugehen, indem wir halt die Band zu unserem kompletten beruflichen Lebensmittelpunkt machen konnten und machen mussten. Und so geht das jetzt im Prinzip seit Dezember, vor sich. Das ist in wirklich 5 knappen Sätzen zusammengefasst, was letztes Jahr passiert ist. Man muss sich halt, wenn man sowas erlebt, immer mal wieder natürlich auch kneifen. Einmal kneifen, um zu erkennen, dass das alles gerade wahr ist, dass das alles gerade passiert. Und aber auch immer wieder kneifen, dass man sich auch dazu, fast dazu zwingt, das auch jetzt echt zu genießen. Weil es kann so schnell vorbei sein und es ist ein solches Privileg, das alles zu erleben. Wir hatten dann wirklich auch Momente irgendwie vor den Konzerten oder nach den Konzerten, wo irgendeiner gesagt hat, so Alter, schau dir das mal genau an jetzt. So, die stehen da wegen uns und so. Und das waren dann schon einfach harte Erfahrungen. Sie haben uns ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß, dass das sie Liebe versaut. Ich werd die schlechtesten Sprayer dieser Stadt engagieren, soll nachts noch die Trümmer mit Parolen beschmieren. Sie haben uns ein Denkmal gebaut und Parolen beschmieren. Ein Herzschlag nur für mich und die, die bei mir sind. Augen auf, schaut euch das an. Wer dafür keine Tränen hat, wird morgen blind. Wenn ihr das nicht liebt, was dann?
Für mich das Gefühl, dass eins der stärksten Gefühle im ganzen letzten Jahr war Verwundern und Dankbarkeit und aber irgendwie auch angekommen sein. Also eigentlich nicht mehr wissen, was jetzt noch kommen müsste. Also wenn, dass es wirklich manchmal zum Beispiel Momente gibt, wo ich denke, wenn jetzt dieses Flugzeug abstürzen würde, so richtig beleidigt könnte ich nicht sein. Ja, also klar, es wäre schon schade, aber dass es eben diese Momente gibt, wo man denkt, das ist eigentlich irgendwie alles in Ordnung. Ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Ja, es war irgendwie von Anfang an eigentlich fast klar, dass wir das machen wollen, dass wir irgendwie gekommen, um zu bleiben, als erste Single haben wollen. Es war eigentlich so eine Entscheidung aus der Lust heraus, damit spazieren zu gehen. Wir sind uns des Risikos bewusst, dass es natürlich was ganz anderes ist, als wir bisher gemacht haben, aber genau das war auch das, was dann im Endeffekt auch reizvoll daran war, das auszuwählen. Und natürlich vom Thema her bietet sich das an. Also es ist irgendwie so ein Witz, es ist ein bisschen so wie so ein Witz, den wir machen wollten. Und wenn wir den machen wollen, dann machen wir den jetzt. Wo Geschwindigkeit ist, wünsche ich der Mensch auch den Knall. Gefesselt uns ans Pferd und bittet uns, es anzutreiben. Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Nur entweder knackig oder... Der war auch nicht so schön. Ist ein geil, hoffentlich nehmen sie das. So Jean völlig unbeteiligt. Und sie krampft sich voll ein ab. Das ist ein geiles Bild. Ich hatte eigentlich so das unumstößliche Gefühl, dass wir jetzt durch diese fast anderthalb Jahre, die wir quasi ständig live gespielt haben, unfassbar gut geworden sind. Ich dachte echt, wir gehen da rein und wir spielen wie die jungen Götter und können alle irgendwie mittlerweile perfekt irgendwie. Aber es war tatsächlich, also ich musste bei mir erkennen, es ist echt das Gegenteil der Fall gewesen. Entschuldigung. Hässlich. War das vorher nicht ganz gut, oder? Ja, dann kopiere den noch den Schluss von hinten. Genau. Hören wir mal. Aber ich dachte, das ist vielleicht auch schon ein Akkord. Ist das verarschen? Halt einen Vorhalt. Der größte Unterschied zwischen der Arbeit an dieser Platte und der Arbeit an einem Album davor ist, glaube ich, der, dass wir viel mehr noch zusammengeschrieben haben. Und ich glaube, dass man das sehr hört. Also ich habe das wunderbare Gefühl, dass wirklich alle Bandmitglieder irgendwie zu gleichen Teilen in dieser Platte drinstecken und dass man das auch hört. Also ich höre ein Mark-Lied und ich weiß, das kann nur Mark schreiben und bei jedem anderen auch. Und gerade, dass Pola zum Beispiel noch dazugekommen ist als Songwriter, das finde ich eine totale Bereicherung, weil der selber sich das auch nie zugetraut hatte. Ne? Oder immer so, ja, Schlagzeuger schreiben keine Songs. Zack, schreiben sie doch welche und die sind super. Ich bin schüchtern. Ich lasse dann, so ganz hauchig, lasse ich dann so fallen, so, ich habe auch eine neue Idee gemacht. Und dann muss jemand sagen, so echt, oh, ich spiele nochmal vor und so. Und dann sage ich dann so, ah nee, ich habe es irgendwie jetzt nicht dabei, ist auch egal. Und dann... Wenn jemand dann wirklich, also das war so ein bisschen das Problem, dass ich lernen muss, meine Ideen noch ein bisschen besser zu promoten. Also ich bin schlechter Promoter. Ich dachte lustigerweise am Anfang, dass es schwieriger werden würde, als es dann wurde. Also ich hatte so einen Schreckmoment, wo mir das bewusst geworden ist, wo auch die ersten Leute dann gefragt haben, wie ist denn das jetzt für dich und es muss ja jetzt voll schwierig sein. Und ich hatte auch richtig Schiss am Anfang. Aber lustigerweise... hat uns das alle nicht beeindruckt. Also der Druck war da, aber er hat uns nicht beeindruckt. Wir haben es
den zwar gespürt, aber wir haben nicht demnach gehandelt, sondern wir haben einfach geschrieben. Ist am Anfang, gerade wenn es so losgeht, wir wollen jetzt mal was Neues schreiben für unser Album und dann kommen die ersten Ideen, dann kann es natürlich, was gar nicht verkehrt ist, aber es ist schon eigentlich auch dazu gehört, so eine gewisse, ist ja geil, Inflation geben. Das ist ja geil. Beispiel, weil man genau, ganz genau weiß, wenn ich jetzt der wäre und ich finde das jetzt und so und jemand sagt dann sowas, dann geht es mir dreckig. Und ich musste manchmal lachen, wenn irgendwas abgespielt war und dann irgendwie zwei sagten, ist ja total schön. Weil es irgendwie eigentlich auch kommt oder kommen musste. Wie gesagt, nachher hat sich das ein bisschen normalisiert, man hat dann schnell gesagt, ja, da hinten ist das noch nicht ganz schlüssig oder hier oder was meinst du? Und das hat ein bisschen gedauert. Aber ich glaube, das ist auch gut so, dass man da auf sich aufpasst ein bisschen. Ja, da muss man eher zu soft sein, glaube ich, bei sowas. Erstmal, nachher nicht mehr. Ehrlicherweise nicht so den dicken roten Faden in dem Album. Das Album müsste streng genommen Kraut und Rüben heißen. Mir kam immer der Gedanke, vielleicht ist es irgendwie reifer geworden, aber nicht negativ von so Erwachsener, was ich irgendwie unangenehm finde, die Beschreibung, sondern irgendwie reifer. Also ich kann mir vorstellen, dass jemand, der die Platte hört, vielleicht denken könnte, ich sei im letzten Jahr auch manchmal ein bisschen traurig gewesen. War ich natürlich auch mal. Aber ich habe eher das Gefühl, dass ich diese eher traurigen Lieder nur schreiben konnte, weil ich eigentlich sehr glücklich war. Bis im Kreis, bis die Wände sich schmerzen. Ich find dich am Boden, deine Finger verbrannt. Die heißen Kohlen. Das Lied heißt Hey, komm, hey, komm, dort, hey, Dirk. Auf jeden Fall finde ich die Geschichte zu Von hier an blind eigentlich ziemlich passend, weil für mich das Lied wirklich genau den Moment beschreibt, eigentlich den Moment des Glücks, wenn irgendwas eingetreten ist, was man sich nie erträumt hätte, so, also quasi die größten Träume, sogar die ungeträumten Träume in Erfüllung gegangen sind und einfach so alles möglich ist. Und keiner tausend Meter draußen vor dem Tor erklang ein Brausen. Dann mal Stille und dazwischen und davor setze die Pause, neue Flausen in mein Ohr und ich Glück. Weiß nicht weiter. Ich The weiß, end. The end. The end is near. So sieht das Ende der Produktion aus. Ein schwarzer Bildschirm. Wenn man so eine Platte ins Rennen schickt, dann ist das jetzt nicht, dass das einen wahnsinnigen Erfolg hat, sondern einfach nur, ich würde mir wünschen, dass diese Platte dazu beiträgt, dass wir irgendwann nicht mehr Hotshit-Newcomer-Dingsbums sind oder jetzt voll etabliert, sondern dass wir irgendwann eine von diesen Bands sind, die halt so da sind und die so Platten machen, die man so macht als Band und die irgendwelche Leute mögen und die andere Leute nicht leiden können und die, ja, eben da sind und erstmal da bleiben.
Nochmal. Es ist ein Grund zur Panik, endlich ein Grund los. Es ist ein Grund zur Panik, endlich ein Grund los. Panik. Es ist ein Grund zur Panik, endlich ein Grund los. Seid ihr aus Deutschland? Nein, wir sind extra aus Luxemburg angereist. Aber da war doch ein Konzert. Ja, vor drei Tagen, aber wir wollten nochmal hin. Wir haben die jetzt schon dreimal gesehen. Wir wollten jetzt nochmal hin und jetzt können wir da nicht rein. Jetzt müssen wir heimfahren. Was machen wir denn jetzt? Ich habe ein Foto gesehen, auf dem ist ein junger Mensch und der möchte Karten kaufen. Ganz viele. Obwohl es keinen mehr gibt. Wir haben eben mal ein Pärchen interviewt, die sind euch aus Luxemburg hinterhergefahren, obwohl sie da einen Gig schon gesehen haben und haben gar nicht gewusst, dass es schon ausverkauft ist. Oh, können wir nicht rausschleichen und die rein? Ja, das machen wir nie. Amsterdam, are you ready to rock and roll? That's some kind of rockstar pose. You want some new songs? Oh, yeah. I love Europe. Europe is so warm. Yeah. All right. Das Interessante an den Auslandskonzerten ist ja, dass die Leute die Texte zum großen Teil nicht verstehen und das ist für uns sehr neu und dadurch auch, also für mich lustigerweise hat das was ganz Entspannendes und was Lustiges und man merkt, dass die Musik auch ohne die Texte trägt und das ist für uns ganz, ganz schön. Es tut weh, so zu sein, wie du solltest. Es tut weh, zu sein. Aber wenn der Quarterback kommt, um dir die Brille abzunehmen, sag ihm Danke, wie leidlos du bist. Ich weiß doch, die Verletzten sollen die Erste sein, die Letzten sollen die Ersten sein. Sieh es ein, the Michel in Herring. Die Verletzten sollen die Erste sein, die Letzten sollen die Ersten sein. Die Ersten sehen als Letzte ein. Wir haben zum ersten Mal das Gefühl, dass wir ein vollständiges Set spielen können, da wir jetzt aus drei Alben schöpfen können, aus einem breiten Fundus. Also wir spielen Songs aus allen Epochen von Wir sind Helden. Des Weiteren haben wir drei Bläser dabei. Einer von ihnen oder sogar zwei von ihnen spielen auch noch andere Instrumente. Also es ist ein Feuerwerk an Instrumentation auf der Bühne. Und ansonsten das übliche Wir sind Helden Geströte. Doherty. Von innen sehe ich auch so aus. Du fährst dein Rad am Straßenrand. Du gehst nicht anderer weit noch lang. Schau mal, das sind alles Leute, die auf unser Konzert gehen. Ja. Das sind ja alle, wie Beckenbauer sagt, Alle Religionen, alle Rassen, alle Völker vereint beim Wir sind Helden Konzert. Die Konkurrenz schläft nicht. Die Konkurrenz schläft nicht. Die Konkurrenz schläft nicht. We did very well the last time, but the last time the publicum said
Notomik in die Ansage en français. So siehst heim, wir make die Ansage in Deutsch. Because everybody here likes us, because we are Deutsch. Not because we are the strebers who can speak the français. Alors, on fait comme ça. Stehst du auf dem Dach der Welt, die Welt hält still und dir gefällt sie. Du atmest tief und fühlst dich hier, du fühlst dich eins mit Welt und Tier. Du fühlst dich eins mit Welt und Tier, steht plötzlich einer neben dir. Bis eins mit dir, mit der Welt, bis einer sich für einsam hält. Die Konkurrenz schläft still. Die Konkurrenz schläft still. Sein. Bitte. Darf ich euer Freund sein? Nehmt mich mit. Was? Darf ich euer Freund sein? Du? Ja. Nee. Ich hab aber Hunger. Geh weg. Ja, dann ess doch was. Iss doch was. Ich? Darf ich bitte euer Freund sein? Brauchen wir ein Mikro? Ja, also. Du brauchst ein Mikro, Mann. Komm mal hier. Try this one. Also, ich hätte gerne einen neuen Keyboarder, erstens. Vor Konzerten sind wir tatsächlich noch ein bisschen aufgeregt, allerdings. Ich persönlich freue mich sehr auf das Konzert. Noch nie passiert, dass wir ein Interview nicht machen konnten wegen Lachkrämpfen. Hallo. Es gibt eine neue Platte von Wir Günther sind Helden. Die heißt so und so. Wo war der Fehler? Es ist ein Grund zur Panik, endlich ein Grund. Los, Panik! Es ist ein Grund zur Panik, endlich ein Grund. Los! Es ist ein Grund zur Panik, endlich ein Grund. Los, Panik! Es ist ein Grund zur Panik. Grundlos. Na, wir haben bei der Platte jetzt sehr lange gesucht, was man eigentlich über die Platte so sagen kann und haben lange auch so nach dem roten Faden gesucht und ihn erstmal überhaupt nicht gefunden eigentlich und waren ja dann kurz davor, die Platte Wir sind Helden zu nennen, self-titled praktisch, und dann eigentlich kurz vor Schluss kam dann nochmal so und so ins Rennen als Titel. Grundlos, Panik! Also ich muss zugeben, dass ich das Lustigste an dem Titel auch fand, dass die Leute darüber sprechen müssen und dann sagen, hier kennst du schon so und so von den Helden und finde so und so besser als hier Dingsbums Guten Tag und mein Wort und so. Aber ich finde schon, dass es darüber hinaus auch noch sinnvoll ist, weil es wirklich sehr viel auf der Platte darum geht, dass man so und so sein muss und auf ein so und so sein festgeredet wird, festgelegt wird. Panik! 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 Pop, pop, Panik! 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 Pop, pop, Panik! 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 Pop, pop, Panik! 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 Was mache ich hier eigentlich? Total.
Wir sind jetzt natürlich eine andere Band, als wir es waren nach dem ersten Album und vor dem zweiten Album. Es war, glaube ich, leichter beim dritten Album. Einfach zu wissen, man ist nicht mehr so beobachtet. Das Wort Newcomer ist jetzt auch nicht mehr wirklich unser Begriff. Das haben wir uns eigentlich schon immer gewünscht, nicht mehr der Newcomer zu sein, weil es ist eine schöne Sache, Newcomer zu sein, aber auch irgendwann ist es auch lästig, dieses Attribut an sich haften zu haben. Einen musikalischen roten Faden gibt es eigentlich nicht. Wir haben, was wir auch schon bei der Platte davor gemacht haben, alles irgendwie in einen Topf geschmissen, alle Ideen. Für mich ist das sehr lustig. Ich sitze dann mit der Musik und ein paar ersten Satzfesten Für mich ist das sehr lustig. Ich sitze dann mit der Musik und ein paar. Ja. Das ist jetzt gesagt. Okay, ich muss darüber jetzt hinweg. Wir haben nicht so viel Zeit. Für mich ist das sehr lustig. Ich sitze dann mit der Musik und ein paar. Ich zeige euch das Problem. Das ist ganz einfach erklärt. Das ist ein ganz geringes Grundrauschen. Das Rauschen, das ist überhaupt nicht schlimm, Marc! Macht nichts, Marc! Das Problem ist woanders folgendermaßen gelöst. Teichi, mach das mal weg, bitte. Aber ja, was weiß ich. Man muss dazu sagen, dass wir gerade wunderschön vertieft waren in. Ich will nichts garantieren und aufhört mit. Bleibst du bei mir? Ich kann. Ja, also wir sind hier im Sonnenstudio von Jean-Michel Tourette und der Mann hat nach jahrelanger Karriere nichts Besseres zu tun, als erstens seinen Kühlschrank vergammeln zu lassen und zweitens niemanden zu haben, der ihn sauber macht, außer Bandmitglieder. Ich glaube, dass Thomas D. sowas nicht machen muss. Also Auge des Sturms ist tatsächlich ein ziemlich musikalisch bizarres Stück geworden und ziemlich hippiesk, ist einer der Songs von Polar. Ich weiß nicht, ich fänd's sehr interessant, mal rauszufinden, ob wir die Band wären, die tatsächlich irgendwie sich mit ihren Instrumenten ins Studio stellt, drauf losspielt und man dann so eine Stimmung erreicht, die wirklich sich auf einem Lied, was man dann auf Platte, ohne dieses Gefühl des Spontan oder dieses aufeinander reagieren, also einfach nur quasi was dann auf Platte gebannt ist, ob das eine Arbeit oder ob das Musik wäre, die tatsächlich cool wäre. Ich finde eigentlich, also für mich funktioniert das. Ja, wir müssen das ganz anders machen, ich habe da eine Vision. Ich finde, wir sollten mit Ian Davenport produzieren und der Song soll Auge des Sturms heißen, im Auge des Sturms. Der Tag hält den Atem an, alles ist still, in den Ecken tanzt flüsternd Papier. Ein unruhiger Wind fegt durch die Straßen und über die Bank, auf der wir vorhin saßen, macht Halt und sucht nach dir. Ich glaube, das, was uns am meisten bewegt hat, als wir uns wieder zusammengefunden haben, um jetzt irgendwie über die neue Platte nachzudenken, es war gar nicht so sehr Neubeginn und alles neu, aber Entwicklung und Veränderung, weil uns irgendwie allen klar war, dass wenn man über die Jahre als Band zusammen glücklich sein will, dass sich Dinge verändern müssen, Dinge weiterentwickeln müssen. Bei uns ist es nicht so, dass wir da kalkulieren und sagen, wir brauchen jetzt genau 20% alte Helden und 80% neue Helden, davon wiederum die Hälfte mutig, die andere Hälfte auf sicher.
want to sell us an extra footage as well. Is that how it goes? Für mich war tatsächlich diese Pause, dieses halbe Jahr Pause, was wir gemacht haben, da habe ich ziemlich viel nachgedacht auch über unsere Band und vor allem aber über mein Musikerdasein und was mir eigentlich wichtig ist und warum ich das eigentlich mache und so und warum ich das damals angefangen habe. Und habe dann irgendwie gemerkt, dass so eine Band zu sein, die da Erfolg hat und viel spielt und Platten macht und so, dass es auch so eine ganz große Gefahr in sich trägt, nämlich, dass man das so ein bisschen aus den Augen verliert, warum man eigentlich Musik macht. Gerade das Live-Spielen ist etwas, was ich in der Zeit wirklich gemerkt habe, dass ich es wirklich total vermisse. Also das auf der Bühne zu stehen, überhaupt mit Leuten Musik zu machen, da freue ich mich irrsinnig drauf. Also vielleicht sogar zu sehr, dass dann eigentlich, das hat dann auch immer so eine gewisse Gefahr, dass man dann enttäuscht wird, wenn man so wahnsinnige Vorfreude auf etwas hat. Aber ich kann da nicht aus meiner Haut. Ich freue mich wahnsinnig auf alles das, was jetzt kommt. Also das sind auf jeden Fall die Momente, wo das einem so im besten Sinne entgleitet, also wo man auch so eine Kontrolle sozusagen, also nur für den Moment über sein Leben nicht verliert, sondern aufgibt, und zwar extrem leichten Herzens. Also es ist irgendwie totale Hingabe. In dem Moment ist das irgendwie alles andere extrem egal. Also es ist einfach so, du bist genauso glücklich, wie die Leute sind. Das ist irgendwie eins dann.